Das Handy in seinen Händen machte die Angelegenheit nicht sonderlich einfacher. Sakuro wusste nicht, was er machen oder sagen sollte. War das wirklich Shinichi? Kaito wollte sich mit Shinichi treffen und dann auch noch in einem Hotel? Das konnte doch nicht wahr sein! Zitternd setzte er sich auf das Bett des Jungen und raufte sich die Haare. Eigentlich hätte es ihm egal sein sollen, nur war es ihm nicht egal. In ihm regte sich etwas und er war wütend. Verdammt wütend. Auf wen mehr, konnte er gar nicht so genau sagen. Auf der einen Seite war da Shinichi, der seine Gefühle ja nun schon offen kundtat, und dann war da Kaito, der offenbar auch noch Interesse daran hatte und sich auf diesen Idioten aus Tokio einließ. Normalerweise schätzte Sakuro den jungen Mann, aber in diesem Moment verachtete er ihn aus tiefstem Herzen. Seine Hände zitterten vor Wut und am liebsten hätte er Kaito gerüttelt, um ihm die Augen zu öffnen. Aber das würde doch alles überhaupt nichts bringen. Seufzend erhob er sich und fing an, wie ein Tiger in Kaitos Zimmer auf- und abzulaufen. Seine Gefühle offenbarte Sakuro nur selten, aber seine Wut jetzt noch unter Kontrolle zu halten, fiel ihm verdammt schwer. Am liebsten wäre er zu Kaito gelaufen, um ihm eine zu kleben. Aber warum? Er benahm sich wie ein eifersüchtiges Mädchen. Und zur Eifersucht hatte er doch keinerlei Gründe. Kaito gehörte ihm nicht. Und er hatte keinerlei Ansprüche auf den Spinner. Warum also denn diese doofen Gefühle? Ist irgendwas? Hörte er dann eine besorgte Stimme und wirbelte herum. Dass Kaito so schnell wiederkommen würde, damit hatte Sakuro nicht gerechnet. Noch immer hielt der junge Engländer das Handy in der Hand. Beschämt senkte er den Blick. Er spürte, wie Kaito ihn verwirrt ansah, dann aber wohl langsam begriff, was los war und leise schnaubte. »Ach, kaum bin ich mal nicht da, macht sich der Herr Detektiv an meinem Eigentum zu schaffen, oder was? Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Hast du inzwischen auch meine Unterhosen durchsucht? Gott, du bist ja pervers!« Sakuro schluckte und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Das war ja schon falsch, was er getan hatte, aber er war so neugierig gewesen. Blinzelnd blickte er seinen Klassenkameraden an, als dieser ihm das Handy aus den Händen riss. »Kann ich mein Eigentum wiederhaben? Willst du sonst noch was wissen? Vielleicht die Seriennummer meiner Pornos oder so?« Kaitos Augen funkelten wütend und Sakuro wusste gar nicht, was er sagen sollte und fühlte sich komplett hilflos. »Das... Mann, ich wollte doch nur wissen, mit wem du da schon den ganzen Morgen geschrieben hast.« Versuchte er sich zu rechtfertigen und versteckte sich sofort hinter einer Mauer, die er sich aufgebaut hatte. Eine Mauer, die ihn bisher immer beschützt hatte. Die wenigen Gefühle, die er für einen kurzen Moment zugelassen hatte, die Eifersucht und Verwirrung, ließ er vor der Mauer zurück und verschanzte sich in seiner kleinen Höhle, in der niemand ihn erreichte. Jetzt war er wieder der kühle, berechnende Mann, den er schon immer dargestellt hatte, und er straffte seine Schultern entschlossen. »Jetzt komm wieder runter! Du benimmst dich, als wäre ich hier der Dieb! Mit wem du dich triffst und in was für Hotels, das ist mir sowas von egal!« Von mir aus kannst du vögeln, mit wem du willst, aber ich warne dich. Shinichi ist gerade von seinen Gefühlen total geblendet und nicht ganz richtig im Kopf. Aber irgendwann wird er dich durchschauen und dann wirst du dich total in Gefahr bringen. Ich will derjenige sein, der dich hinter Gittern bringt und nicht so ein Idiot, der sich von dir bumsen lässt und dann durch einen doofen Zufall dahinter kommt, wer du bist. Er bemerkte genau, wie Kaito zusammenzuckte, aber das war ihm in diesem Moment egal. Kühl blickte er dem Dieb an, der in seinen Augen gerade wieder zu dem wurde, was er war. Für einen Moment hatte ich dich wirklich gerne. Aber mittlerweile ist mir wieder klar, warum ich dich nicht leiden kann, knurrte Sakuro leise und ließ den Jungen einfach stehen. Irgendwie tat es ihm im Herzen weh, Kaito so zurückzulassen. Aber es tat ebenso weh zu wissen, dass Kaito mit diesem Idioten aus Tokio zusammen in die Kiste wollte. Im Grunde sollte es ihm egal sein. Warum nagt es dann so an ihm? Er musste es vergessen und das dringend. Kaito war wieder gesund und offenbar auch fit genug, um sich körperlich ertüchtigen zu können. Also brauchte er Sakuro nicht mehr. Vielleicht war es auch diese Erkenntnis, die ihm wehtat. Eigentlich hatte er bei ihm bleiben wollen, hatte in seiner Nähe bleiben wollen, falls er doch noch einen Rückfall erleiden sollte. Aber offenbar brauchte Kaito ihn nicht mehr. Und dieser Idiot sollte nicht noch einmal auf die Idee kommen, bei ihm angekrochen zu kommen, wenn er krank war. Sollte sich doch Shinichi um ihn kümmern. Leise knurrend setzte sich Sakuro in ein Taxi und machte sich auf den Weg nach Hause. Es gab auch noch andere Dinge, um die er sich kümmern musste, und da konnte er sich nicht über diesen Frechdachs den Kopf zerbrechen. Er musste Kaito dringend aus seinem Gedächtnis verbannen, sonst würde er seine Fälle noch total vermasseln. Schweigend war Kaito zurückgeblieben und er zitterte mittlerweile am ganzen Körper. Im ersten Moment war er wütend gewesen, weil er in Sakuro offenbar wieder diesen dämlichen Detektiv geweckt hatte und der die Oberhand gewinnen musste. Aber jetzt war er traurig.
weil er wieder alleine war. Die Stille überfiel ihn schlimmer als jeder Virus und ließ ihn erzittern. So hatte er Saguro doch gar nicht aus dem Haus jagen wollen, und was er gesagt hatte, das war doch gar nicht so gemeint. Als Kaito in sein Zimmer gekommen war und Saguro mit dem Handy gesehen hatte, da hatte sein Herz sofort schneller geschlagen. Irgendwie war sein Liebster so wütend gewesen, und es hatte beinahe so ausgesehen, als wäre er eifersüchtig gewesen. Aber dann war er so wütend geworden, weil er sich hintergangen gefühlt hatte. Mit einem schweren Seufzen ließ sich Kaito auf den Boden sinken und umklammerte seinen Oberkörper. Warum war das nur wieder so gekommen? Eigentlich hatte er doch gar nicht so wütend auf Saguro sein wollen. Er hatte doch nur mit ihm reden wollen und ihm sagen wollen, dass er ein wenig zu weit gegangen war. Stattdessen war er komplett ausgeflippt und hatte ihm Dinge unterstellt, die er sich eigentlich gewünscht hätte. Wenn Saguro in seiner Unterwäsche gewesen wäre, dann hätte ihn das doch sogar noch gefreut. Irgendwie hätte das doch gezeigt, dass Saguro auch an ihm Interesse hatte. Selbst wenn es nur sexueller Natur gewesen wäre, Kaito war doch sogar bereit, sich zu seiner Hure zu machen. Tränen rannen über seine Wangen und er kauerte sich zusammen. Es war ein seltsames Gefühl, wieder allein zu sein. In den letzten Tagen hatte er sich an die Anwesenheit von Saguro gewöhnt. Und dann war da auch noch dieses Gefühl, das in ihm immer stärker geworden war. Und dieser englische Idiot, der hatte nichts Besseres zu tun, als ihn einfach wieder alleine zu lassen. Wusste er denn nicht, was er Kaito damit antat? Als sein Handy vibrierte, zuckte der junge Dieb zusammen. Mit zittrigen Händen griff er danach und öffnete die SMS, die er von Shinichi bekommen hatte. Ob er irgendwelche Vorlieben hätte? Sofort schoss Kaito eine ungesunde Röte ins Gesicht. Und sein Selbstbewusstsein kam langsam wieder zurück. Da war ein Mann, der ihn wirklich haben wollte. Zwar wollte der Kid, aber das war Kaito egal. Als Kid wollten ihn so viele Menschen, und sogar ein Mann, der eigentlich sein Gegner und sein Feind war, begehrte ihn. Wenn das kein Erfolg war, dann wusste er auch nicht. Mit Vorlieben konnte er allerdings nicht dienen, denn er hatte bisher ja noch nie Sex gehabt. Bisher war er noch Jungfrau und jetzt sollte er mit Shinichi schlafen, der bestimmt erwartete, dass Kid schon Erfahrung hatte. Er antwortete ruhig, dass es ihm egal wäre und dass er nur seinen süßen Hintern haben wollte. Allein diese komische SMS ließ Kaitos Herz höher schlagen und Saguro verdrängte er in die hinterste Ecke seines Gewissens. Der wollte doch sowieso nichts von ihm wissen und konnte ihm dann auch gestohlen bleiben. Da draußen gab es hunderte von jungen Männern und Frauen, die Kid wollten, weil sie ihn liebten und begehrten. Ein wenig stolz auf sich raffte Kaito seine Schultern und erhob sich. Schnellen Schrittes verschwand er im Badezimmer und beschloss, sich einfach auf den Abend vorzubereiten. Ein Lächeln huschte über seine Lippen und er schnappte sich den Rasierer. An diesem Abend durfte es kein Härchen zu viel an ihm geben, denn er musste doch Eindruck auf Shinichi machen. Unsicher stand Kaito dann aber vor dem Spiegel und musterte sich. Ein Adonis war er ja nun eigentlich nicht. Natürlich war er trainiert, hatte Muskeln, war aber dennoch eher schmal und schmächtig gebaut. Ob Shinichi das gefallen würde? Immerhin würde er dann doch bestimmt die untergebene Rolle einnehmen, oder nicht? Mit einem Mal hämmerte das Herz von Kaito nervös in seiner Brust. Es war doch auch sein erstes Mal und er wusste nicht, was er machen sollte. Würde er Shinichi nehmen? Als wenn sich Kid von einem Kerl vögeln lassen würde. Entschlossen schüttelte der junge Mann den Kopf und er straffte seine Schultern. Im Grunde musste er sich ja nicht nackt zeigen, sondern nur gewisse Körperteile, und derer musste er sich beim besten Willen nicht schämen. Ein freches Lächeln huschte über seine Lippen und er kramte nach dem Aftershave seines Vaters. Das hatte einen sehr markanten und männlichen Duft, den Kaito selbst immer sehr geliebt hatte. Schon als Kind hatte er immer auf dem Schoß seines Vaters gesessen und diesen Duft in sich aufgesogen. Seine Mutter war dem Duft bestimmt ebenfalls verfallen, denn sie hatte die Fläschchen immer wieder gekauft, um ihr Kopfkissen damit einzusprühen, nachdem Toichi gestorben war. Kaito konnte verstehen, warum, und Shinichi würde er damit auch den Verstand vernebeln. Der Detektiv würde sich noch wundern. Alle würden sich wundern, denn jemanden wie Kaito Kid, der konnte jeden haben. Genervt verdrehte Heiji die Augen und er musterte den Jungen vor sich. »Du siehst gut aus. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen?« beschwerte er sich und verschränkte die Arme vor der Brust. Gleich würde er den Abend alleine verbringen, während Shinichi sich mit diesem Kid traf, und dass die beiden bestimmt nicht nur rumknutschen würden, konnte er sich auch gut vorstellen. Vor Wut kochte der Detektiv aus Osaka, aber er durfte sich nichts anmerken lassen. Wie gerne hätte er seinen besten Freund gerüttelt, aber das würde nichts bringen. Vermutlich musste er einfach über ihn herfallen und ihm das Hirn rausvögeln, damit er diesen Kid endlich vergessen konnte. Das war noch nicht möglich. Seufzend fuhr sich Heiji durch die Haare und lächelte etwas.
Kannst du bitte mal runterkommen? Murmelte er, während Shinichi nervös an seinem Hemd zupfte. Hoffentlich gefalle ich ihm, nuschelte er und lächelte dann. Danke, dass du mir mal zuhörst und für mich da bist. Beruhigend winkte Heiji ab und deutete auf die Uhr. Mittlerweile war es spät geworden und er lächelte sanft. Du solltest dich auf den Weg machen und endlich losgehen. Mir gehst du hier nur auf den Wecker und erwartet doch jemand auf dich. Du willst diesen Dieb doch nicht auch noch warten lassen, oder? Sofort wurde Shinichi wieder panisch, schnappte sich seine Jacke und war kurz darauf verschwunden. Ruhig sah Heiji ihm nach und schüttelte den Kopf. Es gab mal eine Zeit, da hatte er die Versuche von Ran, sich an ihn ranzumachen, komplett ignoriert oder einfach nicht wahrgenommen. Und bei diesem Kid wurde er spitz wie Nachbars Lumpi. Das konnte doch nicht wahr sein. Enttäuscht schloss der Junge aus Osaka seine Augen und lächelte schwach. Er selbst wusste, wie Liebe sich anfühlte und wie schön es war, dem Mann nahe sein zu können, den man liebte. Aber er wusste auch, wie weh es tun konnte, diesen Mann zu einem anderen gehen zu lassen. Müde rieb er sich über die Augen und weigerte sich angestrengt zu weinen. Er war doch ein Mann und würde jetzt nicht anfangen zu flennen und schon gar nicht wegen so einem Penner. Früher oder später würde er Shinichi doch sowieso wehtun und ihn fallen lassen. Wenn er das Interesse an ihm erst einmal verloren hatte, dann würde er sich um seinen Liebsten kümmern und der würde direkt in seine Arme kommen und sich bei ihm ausweinen. Heiji konnte den strahlenden Helden spielen, der immer für Shinichi da war und ihn auch jetzt wieder aufnahm und ihn liebte und das alles ertragen hatte. Nur würde er es auch ertragen können? Als es an der Tür klingelte, blinzelte Heiji etwas. Hatte Shinichi seinen Schlüssel vergessen? Seufzend erhob er sich und öffnete die Haustür und war total verwirrt, als Saguro sich an ihm vorbeiquetschte. »Hey, was soll das denn werden? Shinichi ist nicht da, falls du den suchen solltest. Der ist vermutlich gerade dabei, sich von einem totalen Vollidioten durchnehmen zu lassen,« machte der Detektiv seinem Unmut Luft und blinzelte dann, als er Saguro lachen hörte. Den schien es ja überhaupt nicht zu stören. Als Heiji dann aber genauer hinsah, bemerkte er, dass die Augen des jungen Engländers seltsam glänzten. »War der betrunken?« Seufzend schloss Heiji die Eingangstür und zuckte zusammen, als er Sagurus Stimme erneut hörte. Doch es war weniger seine Stimme, als vielmehr das, was er von ihm wollte, was ihm den Boden unter den Füßen wegzog. »Schlaf mit mir«, murmelte Saguro ruhig und Heiji starrte ihn aus großen Augen an. »Hatte er sich verhört?« Aber anstatt sich zu entschuldigen, wiederholte der Spinner seine Forderung auch noch. »Schlaf mit mir.« Nervös ließ sich Shinichi den Schlüssel zum Hotelzimmer geben und ihm hämmerte das Herz bis zum Hals. Gab es sowas wirklich? Dass er jetzt geplant sein erstes Mal hatte in einem Hotelzimmer mit einem Mann, den er kaum kannte? Das war doch auch Unsinn. Immerhin kannte er Kit so gut wie niemanden sonst. Alles, was es über ihn gab, hatte er doch erfahren und sich gemerkt. Darum kannte er Kit doch ganz genau. Als er aus dem Aufzug trat, zitterten seine Hände so sehr, dass er beinahe den Schlüssel nicht ins Schloss bekam. Sein Herz hämmerte so wild, dass es jeder hören musste, und jeder der anderen Gäste, die ihm entgegenkamen, schien genau zu wissen, was er vorhatte und warum er in diesem Hotel war. Das war ihm so peinlich. Aber er war auch aufgeregt und musste sich zusammenreißen, um nicht jetzt schon zu erregt zu sein. Im Hotelzimmer sah er sich um und er war erstaunt, weil es wirklich ein hübsches Zimmer war. Hier konnte man schon sein erstes Mal erleben. Ein großes Bett mit Spiegel am Kopfende, ein riesiger Balkon, der Fenster mit schweren Vorhängen abhängte, und auf einem kleinen Tisch stand eine Flasche Champagner und zwei Gläser. Jemand wie Kit ließ es sich wohl nicht leben, seinen Liebhaber zu verwöhnen. Der wievielte würde er wohl sein? Kit hatte bestimmt viele Erfahrungen, und er selbst war total unerfahren, wenn man mal von dem Schwachsinn absah, den er gestern mit Heiji gemacht hatte. Das war so peinlich, aber wenigstens hatte er so schon mal gesehen, wie ein erregter Mann aussehen konnte. Jetzt würde er sich nicht mehr vollkommen bis auf die Knochen blamieren. Shinichi seufzte leise und blickte auf die Uhr, ging dann auf den Balkon und lehnte sich an das Geländer. Unter ihm lagen die Lichter der Stadt, und am Himmel stand der Mond hell und klar und voll wie selten. Man konnte das Gefühl haben, als wäre er der Erde näher gekommen. Irgendwie schien alles mit dem Mond ihn an Kit zu erinnern. Und war der Mond vielleicht näher gekommen, weil er Kit heute auch näher kommen würde? Warum war er denn noch nicht da? Sein Herz schrie nach der Liebe seines Lebens und er hoffte, dass der Dieb sich nicht zu viel Zeit lassen würde. Lautlos landete dann der junge Dieb im weißen Anzug vor ihm. Es sah aus, als würde er vom Himmel gleiten wie eine Taube, leise wie ein Engel und genauso schön. Shinichis Herz setzte aus und er war Kit auf einmal so nahe. Der kniete auf dem breiten Geländer des Balkons und legte seine Hand auf die Wange von Shinichi.
Ein sanftes Schmunzeln konnte man auch so erkennen, selbst wenn das halbe Gesicht im Schatten des Zylinders verschwunden war. Shinichi war erstarrt, spürte dann aber weiche Lippen auf seinen und ergeben schloss er die Augen. Ja, genau so hatte er es sich immer gewünscht, in den warmen Armen des perfektesten Mannes der Welt und geküsst von liebevollen, zarten Lippen. An diesen Mann wollte er seine Unschuld verlieren, und das in dieser Nacht. Jetzt war er sich komplett sicher.